Schätze Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Woche können wir mal sportlich den Term Kützinger Fernsehen. Wir werden Ihnen diese Woche weitere Sportlerinnen und Sportler und Mannschaften vorstellen, die nominiert sind für die Sportlergala 2012, die am 24. März im Dreispitz wird stattfinden. Heute Gast sind bei mir Christina Ertl, Trainerin von der Handball FU17 vom HSC Kützlingen, und Selina Weidmann als Spielerin. Christina Ertl, wie überraschend ist die Nomination für die Handballerinnen U17 vom HSC Kützlingen gekommen, wo es gehört haben, dass sie als Mannschaft des Jahres nominiert sind? Ja, für uns sicher sehr überraschend. Ich glaube auch ein bisschen für den Verein, weil bisher waren meistens die aktiven Mannschaften nominiert. Und es ist doch eine gute Werbung für die Jugend, für die ganze Jugend und für den Handball allgemein. Die FU17 Handballerinnen haben ja mit dem Sieg und dem Aufstieg und dem Göpp-Final sehr viel erreicht. Das Göpp-Final zu Null gewonnen. Zu Null, muss man da sagen, ist ganz etwas Spezielles. Trotzdem habe ich persönlich das Gefühl, die U17 Girls stehen ein bisschen im Schatten von der ersten Mannschaft. Ist das wirklich so? Vielleicht ein bisschen schon. Wir sind, der Kreuzling hat im Damenbereich vor allem relativ noch weniger Mannschaften als die im männlichen Bereich. Aber wir sind sicherlich dran und tun alles dafür, dass wir ein bisschen aus dem Schatten rauskommen, auch mit einer hoffentlich erfolgreicheren Damenmannschaft. Sehr schön. Selina Weidmann, Handball ist ja kein Sport für Angsthasen. Da, ja, da geht es zum Teil recht zur Sache, auch bei den Frauen, wie ich gesehen habe. Wie bist du auf den Handballsport aufmerksam geworden? Also, als ich 8 war, bin ich mal mit meinem Bruder mit, also zuschauen. Und so bin ich eigentlich bei dem Sport mal geblieben. Und dann, bis heute spiele ich noch mit Freude Handball und es macht mir sehr viel Spass. Wie lange bist du jetzt schon dabei im HSC Kützlingen? Seit 9 Jahren, also ja. Das heisst, die Handballerinnen vom HSC Kützlingen, das sind ja alles junge Girls, stecken mitten in der Pubertät. Wie geht ihr mit dem um, dass ihr untereinander gleich keine Reibungsfläche habt und so erfolgreich Handball spielen könnt? Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, natürlich gibt es halt zwischen den in der Mannschaft mal Meinungsverschiedenheiten. Aber wir probieren es immer zwischen den Enden auszudiskutieren und wir kommen jetzt schlussendlich auch immer zu einer Lösung. Und sonst verstehen wir uns eigentlich super in unter der Mannschaft und auch mit den Trainern. Christina Ertl, gibt es ein spezielles Rezept, wie man die Girls in der Pubertät am besten packt und eben vor allem so erfolgreich macht, oder? Göpp-Sieg, Meisterschaftssieg und gleichzeitig Aufstieg, das sind ja 3 grosse Erfolge innerhalb einer Saison. Also ich denke, wichtig ist vor allem mit den Mädels im Gespräch zu bleiben, mit Einzelgesprächen oder auch mit der Mannschaft immer wieder zu sprechen. Und, aber natürlich geht es beim Handball hauptsächlich ums Training und auch ein bisschen um Disziplin. Und da muss man sicher, mit hartem Training kann man da sicher viel arbeiten. Was ist das Ziel der Handballerinnen vom HSC Kützlingen? Würde man einmal eine Nazi-A-Handballmannschaft haben, wie man es zum Beispiel beim LC Brühl kennt oder wissen, dass es das gibt? Oder wo sollte der Weg mittelfristig anführen aus deiner Sicht? Also das wäre ein Riesenziel, das ist sicherlich in nächster Zeit nicht realistisch. Ich denke, das Ziel ist vor allem aus der Jugend Spielerinnen in die Damenmannschaft zu bringen, weil aktuell spielen relativ viele Auswärtige in der Damenmannschaft. Und das ist eigentlich unser Ziel, woran wir in der Jugend arbeiten, dass irgendwann wir mit Kreuzlingerinnen wirklich eine Damenmannschaft stellen können, die dann auch erfolgreich ist. Nazi A ist vielleicht ein bisschen zu hohes Ziel erstmal. Alles klar. Selina Weidmann, wie viele Mal in der Woche trainierst du? Also 2-mal jetzt bei der Jugend und dann einmal noch bei den Damen mit Trainierin noch dort mit. Du gehst ja noch in die Schule. Wie ist das alles unter einen Hut zu bringen? 3-mal in der Woche Handballtraining, Schule? Ja, ist sicher einmal noch schwierig, unter einen Hut zu bringen, weil von der Schule kommt, muss man halt auch viele Sachen erledigen. Und aber Handball ist auch eine gute Abwechslung zu der Schule. Und darum gehe ich ungern ins Handball und die 3 Trainings finde ich auch super. Okay. Gut, Selina, du hast jetzt noch die Möglichkeit, kurze Werbung zu machen für die Stimme von den Kreuzlingern und Kreuzlinger. Wir wissen ja, auf www.sportnetz-kreuzlingen.ch kann man bis zum 10. Februar dem Einzelsportler, der Mannschaft und dem Lieblingsverein die Stimme geben. Selina, jetzt bist du am Zug. Stimmt doch bitte für uns ab, weil wir letztes Jahr als FU17-Mannschaft die Meisterschaft gewonnen haben, Göpp-Sieger geworden sind und auch noch aufgestiegen sind und wir hier zu Kreuzlingen für einen super Frauenhandball stehen. Wunderbar, herzlichen Dank. Schätze Zuschauerinnen und Zuschauer, als nächster Gast von der nominierten Mannschaft haben wir den Andi Gindele hier, als Vertreter von der TC Hörnli Senioren, die nominiert sind als Mannschaft des Jahres. Andi Gindele, wie überrascht ist
sind Senioren gewesen, die es erfahren haben, dass sie als Mannschaft des Jahres nominiert worden sind? Wir waren natürlich sicher überrascht, zum einen, aber auf der anderen Seite natürlich sehr erfreut, dass man als gesetztere Herren doch auch noch gewisse Anerkennung sportlicherseits bei den Leuten findet. Hat uns natürlich sehr gefreut. Andi, wer ist das fünfköpfige Team, das für die Senioren vom TC Hörnli in die Nazi A aufgestiegen ist? Ja, das sind, im Stamm sind wir fünf Leute. Wir sind eigentlich zu sechst, quasi ein Ersatzmann. Das ist zum einen der Thomas Walter, den man hier in der Szene auch sehr gut kennt. Er ist Coach an der Nationalen Eliteschule. Dann ist der Roland Albrecht dabei, er ist Arzt, lebt hier in Kreuzlingen. Der Dave Money kennt man hier, er ist Filialleiter von der Mikrobank, lebt in Tegerwiler. Dann haben wir einen Belgier dabei, das ist der Luc Joosen, der verstärkt uns seit zwei Jahren. Dann den Zoran Gabric, er ist in Konstanz Trainer. Und meine Wenigkeit, ich bin Trainer im TC Hörnli in Kreuzlingen und arbeite in der Tennishalle am See mit dem Ralf Zäpfel zusammen. Okay. Jetzt haben wir ja mit der Chiara Grimm und den Senioren vom TC Hörnli zwei Tennisbegeisterte, die Kreuzlingen und Kreuzlingen können abstimmen. Einmal als Mannschaft, einmal als Einzelsportler. Woher kommt das, dass der Tennis in Kreuzlingen jetzt mittlerweile so stark geworden ist? Ich denke, es ist ganz klar, dass in den letzten Jahren Kreuzlingen einfach zu einer Tennis-Hochburg geworden ist. Das sind sicher die Erfolge von der TC Seeburg-Mannschaft, mal als erstes zu nennen. Dann die Netz, die da einen sehr, sehr guten Job macht mit dem Ralf Zäpfel, Thomas Walter, mir im Juniorenbereich viel schaffet. Ich denke, da ist einfach über die Jahre echt was Gutes entstanden hier in Kreuzlingen. Wir haben ja letztes Jahr der Sportlergala die vier Tennisvereine in Kreuzlingen auszeichnet für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Hat da die vier Vereine noch mehr zusammengeschweißt? Ist da noch ein intensiveres Zusammenarbeiten da, vor allem im Nachwuchsbereich? Ist das eventuell auch der Grund, warum wir so eine Tennis-Hochburg geworden sind in Kreuzlingen? Ich denke auf jeden Fall. Also die Zusammenarbeit der sind drei Vereine mit Münchlingen vier. Ja. Ist natürlich seit Jahren jetzt schon gut, aber sowas wie die Auszeichnung als beste Förderer ist natürlich nur mal ein Input und ich denke, über die Vereinsgrenze hinweg ist die Zusammenarbeit wirklich super, funktioniert sehr gut, ist alles zentral organisiert. Wir haben nach wie vor einen hervorragenden Zulauf an der Jugendlichen. Also es ist wirklich ein schönes Arbeiten hier in der Kreuzlinger Tennisszene. Das ist ja schön, dass man hört, dass der Verein die jungen Sportler noch zulaufen. Jetzt, Andi, gibt es denn auch noch andere Senioren-A-Mannschaften, also auf höchstem Niveau im Thurgau? Oder ist da der TC Hörnli mit seinen Senioren wirklich die einzige Mannschaft? Nein, da dürfen wir wirklich mit Stolz sagen, dass wir im Thurgau die am höchstklassierteste Mannschaft sind. Es gibt acht Nationalliga-A-Mannschaften in der Schweiz und da sind wir jetzt schönerweise eine davon. Jetzt habe ich gelesen, dass zum Beispiel in Montreux der Jakob Lasek in dieser Seniorenmannschaft spielt. Gibt es denn noch mehr so Ex-Tennis-Cracks, die ihr jetzt neu dagegen dürfen spielen? Gut, also der Jakob Lasek ist wirklich jemand, der jetzt beispielsweise letztes Jahr alle Spiele mitgespielt hat, der immer noch unglaublich fit ist, was man so hört. Dann hat auch schon der Guy Forget mitgespielt, das ist ein ehemaliger französischer Profi. Es hat sehr viele Spieler aus dem Ostblock, früheren Ostblock-Bereich, die man vielleicht nicht so genau kennt, aber das sind alles sehr, sehr gute Leute, die man da hat. Andi, jetzt reden wir ja bei euch von Senioren. Wenn man euch fünf auf dem Bild sieht, dann sehen die alle auch jung und fit und knusprig aus. Wieso reden wir da schon von Senioren? Also danke fürs Kompliment. Ja. Wir sind faktisch Senioren, weil im Tennisbereich ab 45 ist man einfach ein Senior. Aber wir fühlen uns natürlich schon eher noch wie so die junge Hase. Aber faktisch ist man ab 45 ein Senior. Okay. Jetzt habt ihr ja fünf habt ihr auf dem Weg zum Meistertitel und zum Aufstieg. Ist ein langer Weg gewesen. Das sind ja viele Spiele gewesen, die ihr da gehabt. Wie habt ihr euch können immer auf das Ziel wieder fokussieren und sagen, hey, wir wollen das. Wir fünf oder wir sechs sogar, wie du vorhin gesagt hast, wir wollen das. Das ist ja nicht von heute auf morgen gegangen, sondern das ist ein langer Weg gewesen, den ihr da durchlaufen seid. Ist richtig. Wir haben eigentlich im 2010 schon einmal einen Anlauf gehabt und sind in der letzten Aufstiegshürde gescheitert. Sehr, sehr knapp und unglücklich. Im 2010 und das war für uns natürlich Motivation, im 2011 nochmal richtig Gas zu geben. Und wir konnten das in einem sehr, sehr engen letzten Aufstiegsspiel in Bellinzona, wo wir 4-3 gewonnen haben, sicher auch etwas glücklich, aber sicher auch verdient. Und mit großer Freude haben wir dann den Schritt endlich machen können in der Nationalliga A. Jetzt hat ja heute aktuell der Roger Federer gewonnen und auch der Rafael Nadal. Das heisst, an der Australian Open kommt zum Halbfinale Federer gegen Nadal. Mich würde mal wundern, was der Andi Gindele denkt. Wer kommt weiter? Ja, also mein Tipp ist für das Halbfinale klar Roger.
Ich bin natürlich so oder so ein ganz großer Federer-Fan, drücke ihm eigentlich in jedem Match den Daumen und sehe ihn aber jetzt in dem Halbfinale, sehe ich ihn stärker. Ich glaube, dass er ganz stark in Form ist und ich habe das Gefühl, er schlägt ihn diesmal. Andi, jetzt hast du ja beste Werbung gemacht für 10 Jahre vom TC Hörnli. Dass man 2012 eben als Hörnli rausgeht und den hochklassigen Tennissport schaut. Was ist denn das Ziel von eurer Mannschaft 2012? Ja klar, also alles andere als der Schweizer Meistertitel wäre eine Enttäuschung. Nein, man muss realistisch sein. Wir sind sicher ein Underdog in der Liga und wir wären froh, wenn wir die Klasse halten können, muss man ehrlicherweise sagen. Gut. Ja, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, auch der Andi hat die Möglichkeit, jetzt noch Werbung zu machen. Wie Sie wissen, www.sportnetz-kreuzingen.ch kann man für den Einzelsportler, die Mannschaft und den Lieblingsverein abstimmen. Andi, jetzt deine Werbebotschaft. Ja, meine Werbebotschaft, liebe Kreuzlinger, wir 5 oder 6, wir sind alles ganz coole Jungs. Wir sind in Kreuzlingen die am höchst klassierteste Mannschaft im Tennis und wir zeigen bei jedem Spieltag, dass man auch noch als etwas gesetzterer Herr immer noch sehr gutes Tennis spielen kann. Und wir freuen uns über jede Stimme. Wunderbar, danke vielmals Andi Gindele. Geschätzte Zuschauer, bleiben Sie dran. Wir machen in kurzen Momenten weiter mit den nächsten Nominierten.